jetzt kommt ein weiterer Beitrag von der Linksjugend Zollet. Ich bitte die Vertreterin oder den Vertreter hier auf die Bühne, damit es jetzt gleich mal weitergehen kann und dann können wir auch mal wieder Musik hören. Es kommt ein Beitrag mit Musik und mitreden. Ich habe das eben falsch verstanden. Es hat irgendwelche Sachen, gibt es jetzt, ich weiß nicht was. Da wird gerade etwas geklärt. Vielleicht kann es trotzdem jeden Moment losgehen. Heißt es Bombensoldaten von Posten bezahlt, um die Kranken zu warnen? Krieg. Wer gewinnt und wer verliert, wenn die Bomben fliegen? Angetrieben von der Gier nach Macht und Sieg. Krieg. Ob mit Bands oder Deal, Geld durch Ermordung von Menschen als Ziel. Ob die Wirtschaft floriert, wenn die Bände produzieren. Für die Kriegsmaschine, die wird das am Ende explodieren. Krieg. Es gehen viele Millionen nur durch Krieg in den Tod. Hey, siehst du, seht ihr euch, ist fremde Interessen in Länder von Menschen. Der Tod hält ihr voraus, als der Henker betreffen. Krieg. Und doch Deutschland marschiert, als Nation nie vergisst und das Zeug hat zu siegen. Geschichte vergessen, sie morden schon wieder. Krieg ein erschreckendes Spiel ohne Sieger. Wohnviertel ein, setzt zahlreiche Wohnviertel hin. Krieg, damit die Stadt Uri erreicht, dass sie etwa 20 Kilometer hinter der Front liegt und gar nicht schaut. Die Zivilbürger. Es geht um Krieg. Was sollen wir da noch drüber reden? Medien gegen zu verstehen, Frieden, Krieg braucht um zu überleben. War on Terrorism, War against Terrorism, Global War on Terror. Global Terrorism, 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 Terrorism. Propaganda, gleich Schritt laufen, einer in den Wald zu kaufen, 1 Euro, eine Kerze, nicht erkennen, Zeichen seid frei. Ich sag's noch einmal ganz genau, Soldaten sind gerade Vergewaltiger und stolz drauf. Es gibt nur eine Chance, die Waffen still zu kriegen. Klassenkampf, Krieg für Krieg, um Krieg gestört zu bieten. Out of the eagles of war, the evil of racism, and the evil of poverty. Krieg, nach innen und nach außen, der Terror startet im Blutdienstfall, das blaue Licht verkauft sich. Krieg, heißt der Stärkere gewinnt, Krieg ist, wenn der Staat nicht zu sein wird, sie zwingt. Es geht um Krieg. Und ich rede nicht nur von Frontsoldaten, Armutsküchen, Flaschensammler, Obdachlose auf die Straße. Krieg ist, wenn Menschen verrecken und wir uns statt zu helfen hinter Grenzen verstecken. Krieg hat viele Gesichter, doch keines ist echt. Also hebt eure Stimme, um das Schweigen zu brechen. Krieg, Medien manipulieren, betäuben die Leute, die brav funktionieren. Der tägliche Krieg hat keine Chance zu verdienen. Schreit Krieg dem Krieg, bis alle Bomben verlieren. Bomben verlieren, Bomben verlieren. There's a war. Why come for war? Second the plasma weapons off. Lyrical assassinate. There's a war. Why come for war? Second the plasma weapons off. Steady causing damage with words. I am constantly reminded of the fact that the war is only a symptom of international militarism, racism, and imperialism, and an unworkable capitalism that makes the rich richer and the poor poorer. There's a war going on outside, no man is safe from. Leg die Waffen weg, G.I.s, leg sie weg! Dann haben wir das ganze 20. Jahrhundert hindurch gehört. Doch nur im 21. Jahrhundert wird es Zeit, dass wir uns erheben und nicht länger mit ansehen, dass wir wie Hamster niedergestreckt werden. Wir werden uns erheben, wir wollen als Menschen geachtet werden. Wir werden uns mit den Verhältnissen auseinandersetzen. Wir handeln, weil wir etwas verändern wollen, obwohl wir wissen, dass alles vergänglich ist. Wir werden mit nie gekannter Intensität zeigen, was man bewirken kann mit Liebe und Hass, Leben und Tod, Terror und Erlösung, Abneigung und Anziehung. Wir werden die Posaune der Freiheit so laut blasen, dass sie alle Ketten und Mauern der Sklaverei bricht und einstürzen lässt. Ihr habt die Wahrheit vor Augen, aber euer Blick wird zugekleistert mit ihren Lügengeschichten. Ich scheiß drauf! Ich werde mir von denen nichts mehr vormachen lassen, aber deutlich!
Zerstörte Landstriche, zerbombte Häuser, überschüttete Straßen, weinende Menschen, Hunger, Angst, Tod. Das alles bedeutet Krieg. Menschen kommen traumatisiert aus Kriegsgebieten zurück. Und zwar nicht nur die ehemaligen Bewohnerinnen, sondern auch die Soldaten. Wir sagen daher von der Linksjugend Solid, niemals Soldat! Trotzdem wirbt die Bundeswehr für diese Tätigkeiten, trotz der ganzen Schicksale, die dadurch entstehen. Du sollst deinem Land dienen? So ein Quatsch. Mach, was wirklich zählt. Dann bilde dich weiter, bleib zivilisiert und halt die Bundeswehr raus aus den Schulen. Bundeswehr marschiert für die deutschen Interessen. Deutsche Waffen, deutsches Geld sollen die Eurozone retten. Jeder weiß, es geht um Profit und Geostrategie. Nur Soldaten kommen noch nicht aus der Legebatterie. Kein Schwein hat mehr Bock auf den Scheiß und das ist gut so. Und genau darum wird der Bund auf dem Schulhof an. Und du bist das Ziel, denn sie wissen, auf dem Arbeitsmarkt geht grad nicht viel. Sie locken dich mit Führerschein, Kameradschaft, Geld verdient. Reden nicht vom Psychoschäden, Zink, Serben, Tellamin. Reden von den Dienst fürs Land und über Pflicht und Ehre. Aber nie, dass Zivilisten sterben, fuck. Es gibt keinen sauberen Krieg, fuck. Nur Profit bestimmt das Aufmarschgebiet, fuck. Bomben
schaffen keine Demokratie. Konfrontier die Bundeswehr bei jedem Termin. Yeah. Bist du gegen Krieg, an der Schule engagiert? Blockiert jeden hergeschickten Jugendoffizier. Jeder deutsche Panzer ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Ihr füllt für Profit jedes zweite Schauhaus. Ihr kommt an die Schulen und wir schmeißen euch raus. Jede deutsche Waffe ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Schwänz heute nicht die Schule, denn heute kommt der Officer, der Arbeitsmarkt bezahlt und abwechslungsreiche Jobs sind rar. Du könntest für dein Vaterland in Kriege ziehen. Der nette Kerl da vorne sagt, es handelt sich um Friedensdienst. Oder du kannst für sie Waffen produzieren, die dann hochmoderne Großkonzerne Staaten exportieren. Für Diktatoren, die sich dann bewaffnen und probieren, die westliche Ressourcen hier mit Macht zu kontrollieren. Soldaten sind derbe Führung gekommen und du weißt doch, Mädels stehen auf Kerle in Uniform. Bloß es gibt Gefahr zu Lage, ey, das lohnt sich doch komisch. Frau Merkel, Jungs, ein Scheißdreck, wenn du tot bist. Die Bundeswehr interessiert es auch, wie schön wär's. Die Wirtschaft profitiert, du warst 5 Barrel Öl wert. Aber nimm den Job, das klingt vielversprechend, denn du weißt ja, wer Arbeit sucht, findet auch welche. Bist du gegen Krieg an der Schule engagiert? Blockier jeden hergeschickten Jugendoffizier. Jeder deutsche Panzer ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Ihr füllt für Profit jedes Leichenschauhaus. Ihr kommt an die Schulen und wir schmeißen euch raus. Jede deutsche Waffe ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Hör nicht die Scheine bestimmen, wirst du alleine gewinnen. Stell dir vor, es ist Krieg, aber keiner geht hin. Krieg ist schlecht, ganze Geschichte und schreib dies noch. Wir haben NATO-Atomwaffen auf deutschem Gebiet. Stell dir vor, die ganzen Gelder, die den Krieg finanzieren, würden eingesetzt nur für friedliche Ziele. Und statt der Milliarden für Gewehre und Bomben würde jeder, der sie braucht, eine Lehre bekommen. Hört auf mit Rüstung exportieren, jeder tote Mensch ein Arbeitsplatz. Und ohne Scheiß denkt nur, was keiner weiß, dass ich die Wahrheit sei. Sprachflor, lass die Bundeswehr zivil gestalten, einfach einmal Liebe zeigen und das auch in Krisenzeiten. Stell dir vor, die Welt wäre wirklich demokratisch und jeder scheiß darauf, ob du aus dem anderen Staat bist. Und die Gesellschaft würde endlich die Erfahrung haben, dass die mit den größten Waffen nichts mehr zu sagen haben. Bist du gegen Krieg an der Schule engagiert? Blockier jeden hergeschickten Jugendoffizier. Jeder deutsche Panzer ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Ihr füllt für Profit jedes Leichenschauhaus. Ihr kommt an die Schulen und wir schmeißen euch raus. Jede deutsche Waffe ist verschwendetes Geld. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Bundeswehr raus aus den Ländern der Welt. Wir dürfen nicht vergessen, wer für solche Kampagnen verantwortlich ist. Regierung und Verteidigungsministerium. Sie wollen 130 Milliarden in die Bundeswehr stecken und nicht in die Menschen, die unter den Folgen leiden, anstelle es in den sozialen Wohnungsbau oder in die Schulen zu investieren. Und auch aus der Wirtschaft kommt Zuspruch. Im letzten Jahr hat der Minister Gabriel den höchsten Waffenexport der BRD genehmigt. Über 12 Milliarden Euro. Zum Teil auch in den Nahen Osten. Die Politik kann sich nicht mehr aus ihrer Verantwortung herausstehlen. Wir verkaufen Waffen.
Arbeitsplätze zu schaffen, Panzer und Gewehre, Export über sieben Meere, Nägel für Särge, reden von Werten, die verfallen, krallen uns die Knete, Seelen steigen auf, Körper fallen, Wörter hallen in den Ohren nach, neugeborenes Grab, scheiß auf Menschenrechte, denn die Leute dort sind schwarz, doch wir wollen es nicht hören, wir Deutschen wollen Spaß, mit den Steuern, die wir zahlen, ist der Teufel auf dem Arsch. Deutsche Qualität tötet präzise König der Kriege, umso weniger Menschen auf der Welt, desto weniger Krisen, will mein Leben genießen, war darüber nie bestürzt, dass wir damit Geld verdienen, wenn andere Länder Kriege führen. Diese Türen werden offen eingerannt in meinem Land. In meinem Land kann das, was keines kann. Pass auf, oder wir stecken keins im Brand. Ja, ja, it's all about the money. Verkaufen wir keine Waffen, machen es Russen und Amis. Bang, bang, made in Germany. Setz dich durch, willkommen in der Gang. Bang, bang. Siehst du, wie wir alles gang, bang. Fremde Hände mit unseren Waffen, andere mit Kopfschüssen töten. Wie wir danach hinfahren, um die Opfer zu trösten. Komm, ich brech dir beide Beine und verkaufe die Krücken. Ich überschwemme dein ganzes Land und verkaufe die Brücken. Infiziere dich mit Viren, heile dich mit Medizin. Qualität setz dich durch, made in Germany. Das ist Gangster-Krips mit Gangster-Schlips. Das ist Gangster-Shit, die Raketenreichweite zeigt, wessen Schwanz am längsten ist. Du kannst ruhig eine Stunde weinen, keiner kann die Wunden heilen. Mach mal ein Moonwalk mit einem Bein. Deutschland sucht die Superwaffen, wir sind alle gute Affen. Andere Länder sind egal, außer wer will mal Urlaub machen. Ja, ja, it's all about the money, verkaufen wir keine Waffen, machen nur Russen und Amis. Benötigt. Die Nationen dieser Welt führen Krieg um die Ressourcen des Planeten. Und überall dort, wo sie hinkommen, hinterlassen sie Tod und Verwüstung. Die Menschen fliehen in der Hoffnung, in Frieden leben zu tun. Und wir tun so, als wenn das für uns auch immer gelten wird. Sind nicht Terror auch schon hierher gekommen? Und haben wir nicht im letzten Jahrhundert auch viele Kriege in Europa geführt? Wir müssen uns auch endlich wieder auflehnen. Für den Frieden und gegen das Patriarchat. Zwei Gedanken, Gebäude, die sich gleichen, sind die Kranken. Leute, sie gleichen Leichen, wollen Zeichen. Sehen Bemühungen, die nicht reichen. Wir kriegen Kriege in scheinbaren Friedenszeiten. Warum fragst du, die Jahrzehnte vergehen? Weil nach fast 40 Jahren die gleichen Probleme bestehen. Die Macht ist gesichert, wer nicht produziert, der fällt. Die politische Elite reproduziert sich selbst. Mit Hilfe von Medien, die gleichgeschaltet werden. Quoten, halbe Schafe, dumm und reich die Hirten. Verbreitet weiter Lügen und setzt auf Belanglose. Verhindert Chancen, seid Produzenten des Todes. Aber wundert euch nicht, wenn irgendwann Kragen platzen. Schafe auf Wachen montiert mit Krallen, scharfe Tatzen. Spürt die Pranke durch das Mikro, hört ne Seele schreien. Draußen peitscht der Regen, das müssten Tränen sein. Deshalb und deswegen sind wir immer noch am Rappen. Das sehen wir Menschen nicht mal halb genutzt. Als Tod in Ketten, schon Folge ab in eure Lügen, euren Todesschwerten. Wir kämpfen beide für das Leben, das wir so gerne hätten. Wir werden Verbrecher genannt von Menschen, die Minen verkaufen. Morallos von Leuten, die uns erziehen zum Saufen. Verfassungsfeinde von Leuten, die das Volk überwachen. Neidisch von solchen, die in Häusern voller Gold übernachten. Kurz nachdem Courage propagieren, spüren wir Knüppel, wenn wir unsere Courage demonstrieren. Sie geben Milliarden aus,
bis fremde Länder überfallen und sagen uns, es wird Zeit, den Gürtel länger zu schnallen. Werden sie trotz Gewinnen Arbeitsplätze vernichten, sollen wir auf Weihnachtsgeld und auf Urlaub verzichten. Sie sagen, Menschenwürde wäre unantastbar, wenn du für 1 Euro Jobs verkaufst, du würde für Zaster. Das heißt, jeder von uns hätte die Chance zum Aufstieg. Jeder und jede kann sehen, wie die Wirklichkeit aussieht. War es irgendwann mal anders? Eigentlich nicht. Deswegen frage ich dich, auf welcher Seite du bist. Deshalb und deswegen sind wir immer noch am Rappen, dass immer Menschen nicht mehr halb genutzt. Halt tot in Ketten, schon Geld ab in eure Lügen, euren Todesschritten. Wir kämpfen beide für das Leben, dass wir so gerne heavy brechen aus dem Käfig, aus Lernen zu überleben. Das ist besser als zu konsumieren und sich zu übergeben. Unser Geld ist Niere, wenn ich euren Alltag wahrnehme. Mit über 30 möchte ich mein Leben endlich klar sehen. Das ist nicht leicht bei den ganzen Nebelmaschinen. Will aufrecht gehen, statt vor euren Knebeln zu knien. Lauf in langer Not und in Flammen und brennenden Qualen. Kann mein Leben kaum noch spüren und ihr nennt das normal. Bitte versteht uns, wir wollen uns kümmern, nicht klagen. Nur sagen, dass es an der Zeit ist, nach Liebe und Träumen zu graben. Warum? Meine Antwort kann die Tage nicht mehr zählen, an denen ich versucht habe, all den Qualen zu entgehen. Es ist alles zu erzählen, doch das ist nicht so. Wenn die Ressourcen knapper werden und in der Hand der Kapitalisten sind, dann können wir uns nicht sicher sein, was passiert. Trinkwasser zum Beispiel muss immer für jeden verfügbar sein. Und so, wie unsere Ressourcen von der Wirtschaft aufgebraucht werden, musst du dir vielleicht in einigen Jahren die Frage stellen: Kannst du einen Menschen töten für einen Schluck Wasser? Wir wollen das nicht Wirklichkeit werden lassen. Die Bundeswehr muss aus den Schulen draußen bleiben. Wir müssen für Frieden in unserer Gesellschaft sorgen und dürfen keinen Krieg exportieren. Eure Linksjugend Solid. Dankeschön.